Ja, und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Die Zwerge mit eurem Sarex. Hier ist nichts. Okay, wir gucken uns natürlich hier erstmal um. Ich weiß, dass mein Proviant dadurch ziemlich in Mitleidenschaft gerät. Aber was soll man machen? Nochmal hier hoch ins Dorf, vielleicht komme ich eure jetzt rein. Eure Füße tragen euch wieder nach Viransiensis, Heimat des Großarchivs. Komm, lasst mich rein. Och Mann. Das Fischerdorf wirkt so geschäftig wie eh und je. Samuel, der Fischer, arbeitet wieder an seinem Boot und schaut auf, als ihr euch nähert. Oh, schon wieder zurück in Fallbach? Wenn ihr ans andere Ufer wollt, setze ich euch für 10 Proviant oder 20 Gold über. Nee. Im Moment nicht, danke. Soll mir recht sein. Wenn ihr es euch anders überlegt, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Yep, eigentlich wollte ich was einkaufen bei euch, aber irgendwie macht da das Spiel nicht mit. Oder es gibt nichts zum Kaufen. So. Hier unten war ich noch nicht in dem Bereich. Ich möchte mich auf jeden Fall die Karte umgucken, bevor ich weitergehe. Alles erkunden ist mein Motto. So, hier. Ihr erreicht ein größeres Zeltlager mit dutzenden Menschen, etlichen Feuerstellen und mehreren Wagen im und um das Lager herum. Ihr erkennt Händler und Gardisten mit dem Wappen Mephordanias, aber auch euch unbekannte Wappen. Ihr beschließt, eine Runde durch das Lager zu machen. Alles in allem sind die Flüchtlinge in schlechter Verfassung und in den meisten Augen seht ihr keinen Schimmer von Hoffnung mehr. Hey, ich kenn dich doch, Zwerg. Du warst in Mephordania. Cool. Bist mit deinen Freunden abgehauen, als es eng wurde, was? Seid wohl doch keine so tollen Ork-Töter, sonst hättet ihr Mephordania nicht seinem Schicksal überlassen. Wir sind Zwerge, keine Götter. Niemand hätte Mephordania noch retten können. Trotzdem haben wir unser Bestes gegeben. Die Müdigkeit, die für einen Augenblick vom Gesicht des Mannes gewichen war, kehrt zurück. Ich konnte die Stadt sowieso nie leiden mit ihrem elenden Fischgestank. Es ist nur so viele Tote. Ich verstehe dich, ja. Wir wollen zur alten Zwergenfestung im Roten Gebirge. Wisst ihr den Weg? Ihr wollt durchs Schneewehental, kurz nach dem Winter. Viel Erfolg. Und was erhofft ihr zu finden? In den Bergen gibt es keine Zwerge mehr, ich sag's euch. Wir werden sehen. Was ist mit der alten Handelsstraße? Der Händler zuckt mit den Schultern. Geht nach Westen. Es gibt nur eine Straße, die in die Berge führt. Wenn ihr den Tod sucht, seid ihr da genau richtig. Ich sehe auch einige Gardisten aus Mephordania hier. Wie seid ihr entkommen? Die Obrigkeit hat der Wache befohlen, die Stadt bis zum letzten Mann zu halten. Wollten sich selber aber unbemerkt aus dem Staub machen, die feine Gesellschaft. Als die Wachen und die Bürger das gesehen haben, haben sie die Waffen fallen gelassen und sind gerannt. Die Schnellsten haben es geschafft. Ein paar Dutzend Leute. Ein paar Dutzend. Wie viele Bewohner hättet ihr retten können, wenn ihr geblieben wärt? Andererseits, wie viele Tote wird es geben, wenn ihr Nord-On nicht aufhaltet? Das ist wohl wahr. Ihr wollt in den Süden? Ich wünsche euch Glück. Du schätzt die Überlebenschancen der Menschen nicht hoch ein. Und ein letzter Blick ins Gesicht des Händlers verrät dir, dass er es auch nicht tut. So, wir wissen jetzt, wo wir hinwollen. Wir wollen hier hoch. Unser Vorrat geht auch so langsam zur Neige. Da oben ist ein Fragezeichen, da wollen wir auch hin. In einer Schlucht entdeckt ihr uralte Ruinen und ein Orklager. Eine kleine Gruppe Boglins bewegt sich zwischen Zelten, Müllbergen und Käfigen. In einem der Käfige meint ihr, eine Bewegung auszumachen. Überlebende? Wir stürmen natürlich das Lager.
jeden Überlebenden zu retten. Ist zwar nicht meine Pflicht, aber... Sie kommen aus den Löchern. Wow. Ihr da! Meine Tasche! Da drüben! Schnell! Ihr müsst sie ausräuchern! Wir haben alle dabei. Obwohl, ich möchte mal gerne... Machen wir ihn hier weg und nehmen den Technikus mit. So. Ah. Ja? Sehe ich schon. Granaten! Werft sie in die Löcher! Das sollte die kleinen Scheusale aufhalten! Das waren jetzt wie viele? Oh. Ja? Zum Deal, kannst du die Granaten nehmen? Wäre schön. Abscheuliche Kreatur! Und weiter! Erledigt! Abscheuliche Kreatur! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Oder kann der Technikus nur die Granaten sich einverleiben? Erledigt! Tatsache, einmal alle hepp. Zu einfach! So, ihr seid zwar in der Überzahl, aber... Und weiter! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Abscheuliche Kreatur! So, zum Deal? Einverstanden. Geh du mal da hoch. Auf den Weg. Dann einer weniger. Da oben ist noch eins. Erledigt. Boah, das sind aber mächtig viele. Zu einfach. Zu Diensten. Abscheuliche Kreatur. Und hier sind noch ein, zwei Löcher. Was ist? Wollen wir den Technikus? Bin dabei! Da hoch, bitte. Und weiter! Warum nicht? Abscheuliche Kreatur! Haha! Erledigt! Hohoho! Hab ich sogar einen noch mit erschlagen. So. Wow! Interessant. Und weiter! Ein weiterer Sieg! Abscheuliche Kreatur! Einverstanden. Wie denn? Die kommen hier noch aus den Löchern? Sofort. Das Loch ist doch zu. Einverstanden. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Erledigt. Und weiter. Auf den Weg. Angriff. So. Meine Gruppe ist schon stark dezimiert, könnte man sagen. Abscheuliche Kreatur. Zu einfach. Gut, dass wir noch genug Sprengstoff haben. Ja? So, hier leben auch nicht mehr viele. Sofort! Erledigt! Auf den Weg! Einverstanden! Schatz! Oder irgendwer! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Ich seh's schon. Was ist? Aber jeder könnte Hilfe gebrauchen, leider. Sofort! Pointil! Ich könnte hier mal deine Äxte gebrauchen! Der ist nicht dabei. So. Weiter! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Ja? Deine Niederlage war unausweichlich! Oh! Er ist auch noch fleißig dabei, so wie es aussieht. Ja? Abscheuliche Kreatur! Ja? So, was haben wir hier? Hier sind noch zwei, drei. Oh, das sind noch ein Haufen. Ich habe keine Granaten mehr. Was ist? Und weiter. Willkommen in der Zukunft. Und weiter. Turmdeal ist auch schon ziemlich angeschlagen. Abscheuliche Kreatur! Erledigt! Sieg durch Technik! Sind hier denn noch irgendwelche Löcher, wo die rauskrabbeln? Weil das sind doch da. Tatsächlich ein Loch übersehen. Also? Ja?
und weiter! Hm? 10 Granaten müsste passen. Das muss ein Fehler sein. Zu einfach! Und weiter! Abscheuliche Kreatur! Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Ja? So, jetzt gibt's die volle Packung. Zu einfach! Zu diesem? Abscheuliche Kreatur! Ausgezeichnete Wahl! Und weiter! Dorthin? Gerne! Bam! Einer weniger! Erledigt! Zu einfach! Hm? Und weiter! Oh! Abscheuliche Kreatur! Ich für dich! Yeah. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen! Mhm. Sofort! War's das? Bam. Auf den Einer weniger! Nee, noch ein paar sind am Leben. Erledigt. Hat zwar mich auch getroffen, aber das war ja Übermacht. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Lasst mich raus, meine Freunde. Werden wir gerne machen. Ah. Larvwolke oder Säurewolke? Rodario wirft eine Fiole, was eine Säurewolke aufsteigt. Fügt Gegnern Schaden zu, bleibt kurze Zeit in der Luft stehen. Rodario wirkt eine Fiole mit einschlafender Wolke aufstehen. Für große Massen ist das wohl besser hier, diese Schlafwolke, aber ich möchte gerne das hier. Okay, unsere Namora. Welche? Meuchelmörder. Unser kleiner Meuchler. Oh, der nächste. Bandpfeile. Weiter. Eine Perle. 355 Gold. Ja. Lässt sich doch. So, wollen wir mal öffnen. Ich danke euch. Habt ihr Helga gesehen? Helga! Helga! Wo bist du? Hallo? Ich bin Tungdil Goldhand. Das hier sind meine Begleiter, Boindil und Boendal, Rodario, Furgas und Namora, Bavragor und Goingar. Habt ihr Helga gesehen? Nein, haben wir nicht. Wenn ich fragen darf, wie ist euer Name? Nennt mich Hensen und lasst es Geäuche. Wenn ich fragen darf, wer ist diese Helga? Helga? Wo? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen... Helga ist meine Frau. Habe ich das nicht erwähnt? Wir sind zusammen hergekommen. Aber dann kamen die Orks und sie war weg. Ob sie nach Hause gegangen ist? Helga! Du hast eine dunkle Ahnung, was mit Helga passiert sein könnte. Aber da du keine Beweise hast, sagst du lieber nichts. Wenn ihr sie seht, dann sagt ihr Bescheid, ja? Was bringt dich hierher, Hensen? Ist nicht gerade die beste Gegend. Seid ihr nicht wegen des Festes hier? Das unglaubliche Fest von Wackenstein. Meine Frau und ich wollten es unbedingt erleben. Der blinde Wächter, die Statue dort, ist der Schlüssel. Sie ruft Menschen von nah und fern zum Fest. Im Archiv von Viransiensis habe ich schließlich Hinweise gefunden, wie man den Wächter aktivieren kann. Der Geheimgang zu den Ersten. Weißt du von einem Geheimgang durch die Berge? Geheimgang? Nein, kann ich nicht sagen. Aber... es heißt, wenn der blinde Wächter erwacht, dann kommen Leute aus allen Himmelsrichtungen zum Fest. Vielleicht kommen sie auch aus dem Gebirge. Also, was hast du über das Fest herausgefunden, Hensen? Siehst du die Statue? Das ist der blinde Wächter. Du kannst ihn wohl den Schutzpatron von Wackenstein nennen. Es heißt, wenn das Fest beginnt, dann folgen die Feiernden aus allen Himmelsrichtungen seinem Ruf.
Laut meinen Nachforschungen benötigen wir drei Dinge, um das Fest zu starten. Einen brennenden Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und Eisenkräuter. Ja, eigentlich hatte ich alles, aber naja, dann kamen die Orks. Ein Ochsenschädel sollte leicht zu beschaffen sein. Wir müssen nur einen Schlachter finden. Oh, es kann nicht irgendein Ochsenschädel sein. Er benötigt besondere Verzierungen und Gravuren. Es hat mich Wochen gekostet, den Schädel vorzubereiten. Und dann kamen die Orks und haben ihn mitgenommen. Dachten wohl, er wäre etwas wert. Ist es der hier? Ihr habt ihn schon? Großartig! Das ist ein gutes Omen. Und was machen wir damit? Ganz einfach. Der Ochsenschädel muss entzündet werden. Du bist dir nicht sicher, welche Art von Fest brennende Ochsenschädel benötigt, aber die Aufgabe klingt in der Tat nicht zu schwer. Woher bekommen wir die Feuerfresserglocke? Und was ist das überhaupt für ein Name? Virensiensis. Ich habe sie bis zu einem Sammler verfolgt, der außerhalb der Stadt in einem Anwesen an der Südmauer lebt. Der Legende nach war die Glocke an einem schwarzen Turm befestigt. Der Turm fing Feuer. Die Glocke fiel herunter und erstickte den Brandherd. Den Rest kannst du dir wohl denken. Das Läuten der Glocke öffnet den Weg für die lodernden Feuer in unseren Seelen. So steht es jedenfalls geschrieben. Okay. Virensiensis also. Worauf warten wir dann noch? Wir besuchen den Sammler und... Ja, am besten geht ihr ohne mich. Ich habe hier noch einige Dinge vorzubereiten. Ich wollte mich bedanken. Deine Granaten haben uns wirklich sehr geholfen. Granaten? Ah ja, kein Problem. Ich habe sie benutzt, um Geröll zu beseitigen, aber dabei habe ich wohl auch diese Quellgeister zu mir gelockt. Kann ja keiner ahnen, dass es hier Boglins gibt. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kamen dann auch noch die Orks und haben meinen Ochsenschädel mitgenommen. Und, Helga? Wo ist Helga? Ziemlich verwirrter Kauz, aber wir haben den Weg zum Geheimgang auf jeden Fall entdeckt. Um das Fest zu beginnen, brauchen wir den Ochsenschädel, die Feuerfresserglocke und die Eisenkräuter, richtig? Genau! Dann müssen wir den Schädel entzünden, die Glocke erklingen lassen und die Kräuter verbrennen. Und dann passiert es. Du bist dir ziemlich sicher, dass ihr eure Zeit verschwendet. Ein riesiges Fest mitten im Nirgendwo? Du setzt deine Hoffnung darauf, dass in jeder Geschichte ein Funken Wahrheit steckt und sich irgendwie ein Pfad durch die Berge öffnet, wenn ihr das alte Ritual durchführt. Bis später, Hensen. Gebt mir Bescheid, wenn ihr Helga seht. Also mir ist eigentlich wichtiger, das Kraut und allem drum und dran zu finden. Aber okay. So, hier beende ich auch die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Einen Daumen, ein Kommentar oder vielleicht sogar ein Abo. Ich würde mich freuen. Bis dahin, euer Sarex.